Mit Ford habe ich mir in den letzten Jahren ein bisschen schwer getan, weil es nicht wirklich, abgesehen vom Focus, nicht wirklich ein Auto gegeben hat, wo ich gesagt hätte, ja, das muss ich unbedingt haben. Das hat sich geändert, denn Ford hat die Linie gefunden, die für Emotionen sorgt. Kinetisches Design, das haben wir schon bei der Studie Iosis gesehen, und das hat Ford jetzt in ein paar Produkten wirklich fein umgesetzt. Bestes Beispiel dafür ist der Ford S-Max, ein Sportvan, der schon im Stand vollkommen in Bewegung ist, und das heißt kinetisches Design, Energie in Bewegung. Das merkt man jeden Detail an der Front, auf der Seite, bei kleinen Details und natürlich im Heck. Ford S-Max 2,5 heißt der Gemütsbeschleuniger aus Köln. Ein stattlicher Van, der mit 220 PS nicht nur jeder Verkehrslage gewachsen, sondern auch ein echtes Spaßgerät ist. Beim S-Max sitzt ein 2,5 Liter 5-Zylinder Turbomotor unter der Haube, der sein höchstes Drehmoment von 320 Newtonmetern schon bei 1500 Umdrehungen liefert. Technik, Sicherheit und Qualität, das steht ja seit jeher bei Ford außer Frage. Mit dem Design haben wir es bislang nicht so gehabt, das hat sich geändert. Wenn man den S-Max anschaut, sowohl von vorne als auch von hinten, und die Seitenlinie betrachtet, da ist einfach Spannung dahinter, und trotzdem hat man nicht auf Flexibilität und Variabilität verzichtet. Dafür steht natürlich das Sportsfan-Konzept. Trotz Sportlerherz gebührt dem Turbo S-Max das Prädikat echt familientauglich. Wichtiges Ausstattungsdetail ist das flexible Sitzsystem FFS. Um das Laderaumvolumen voll auszuschöpfen, müssen die Sitze der zweiten und dritten Sitzreihe nicht mehr umständlich entfernt werden. Sie klappen mit wenigen Handgriffen zusammen und es entsteht ein ebener Ladeboden. Werden alle Sitze weggeklappt, dient stattliche 2000 Liter Laderaum bereit. Thema Technik, Sicherheit und Qualität, dafür ist Ford immer gestanden. Jetzt hat man auch das emotionale Design gefunden, um die Leute genau dort zu parken, wo sie geparkt werden wollen. Kinetisches Design ist das Stichwort, das kennen wir von der Studie Iosis, und das hat Ford wirklich perfekt umgesetzt beim S-Max. Ja, ich glaube, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Also Kinetic Design ist wirklich das Stichwort, mit dem wir in Zukunft alle unsere neuen Produkte an das Thema Iosis heranführen wollen. Iosis war ein Designträger, aus dem heraus wir unsere zukünftigen Produkte entwickeln werden. Wir wollen mit der Flexibilität des Ford Fold Flat Systems, also hier mit 5 umklappbaren Sitzen, wahrlich Flexibilität anbieten, aber natürlich auch von der Form, aber auch von der Dynamik des Fahrzeugs, also Sportlichkeit für den sportlich orientierten Fahrer anbieten. Ja, wir sehen hier den Markt nicht nur im klassischen MPV-Segment, also im People-Mover-Segment, sondern wir sehen den Markt sehr klar auch hier im ambitionierten, vielleicht auch im Premium-Segment der sportlichen PKWs, und bieten hier ein Konzept an, mit dem man sich also etwas anders anziehen kann als viele andere und eben die zusätzliche Flexibilität dieses Crossover-Produktes genießen kann zu einem vernünftigen Preis. Der S-Max Turbo bietet viel Platz, gute Verarbeitung, ein intelligentes Raumkonzept und zum Drüberstreuen auch noch mächtig Dampf unter der Haube. Das kostet. Rund 37.000 Euro sind fällig, wenn man sich den Familienrenner gönnen möchte. Nicht unbedingt ein Schnäppchen, angesichts des Leistungsangebots aber auch nicht zu hoch gegriffen. 8 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Der S-Max Turbo fährt sich komfortabel und man spürt in allen Bereichen, dass seine 220 PS nicht nachträglich aufgepfropft, sondern von Beginn an bei der Abstimmung berücksichtigt wurden. Die Lenkung wirkt nicht überfordert, sondern arbeitet sehr präzise. Ein echter Langstreckenwagen. Zwar kein ausgesprochener Serpentinenhochjäger, aber für die linke Autobahnspur sind mehr als genug Kraftreserven vorhanden. 8 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. 7 Airbags inklusive Knie-Airbag für den Fahrer, ESP, ABS, ein radargestütztes Kollisionswarnsystem und adaptives Kurvenlicht sind im Family Race Car für sicheres Ankommen zuständig. 10 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit. Der von uns getestete Ford S-Max verfügt über einen 5-Zylinder Turbomotor mit 220 PS und 2521 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment
320 Newtonmeter bei 1500 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 8,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 230 km/h. Verbrauch im Test 9,4 Liter. Der Preis 36.690 Euro.